Ja, hallo wieder vom Busse Yacht Shop. Wir haben viele Fragen von euch gekriegt. Was ist denn der Unterschied von den Plottern, Axiom, Axiom Pro, Element? Was kann ich da anschließen? Wie funktioniert das? Und dazu wollte ich euch mal was erzählen, was es so von Raymarine und unterschiedlichen Plottern gibt, was die können und wozu die da sind, dass ihr die einsortieren könnt. Ja, das sind Standardfragen, die ich ganz häufig habe. Wir haben jetzt hier ein paar Plotter liegen. Ich erzähle mal kurz welche, dann gehe ich auf die einzelnen Plotter ein. Wir haben hier ein Element 12. Das ist ein nur Tastendisplay, kein Touch. Dann haben wir hier ein Axiom 9, 7. 12 ist das, Entschuldigung, 12 und 7. Dazwischen gibt es noch den 9er, zeige ich euch drüben, der ist da live aufgebaut. Das sind reine Touch-Displays, also nur auf dem Bildschirm zu bedienen. Funktioniert auch inzwischen gut, lässt sich gut bedienen, habe ich also wenig Nachfragen nach Problemen oder so, dass das echt vernünftig funktioniert. Auch bei Regen geht das ganz gut. Natürlich muss man es abwischen nachher, wenn man mit nassen Fingern drauf war. Also hier sind die Axiom, da gibt es Plus und Nicht-Plus, erzähle ich auch gleich noch was zu. Und dann haben wir hier ein Axiom Pro, das ist Touch und Tasten, ne? Drehknopf und WIP-Taste. Und hier hinten sehen wir dann die Anschlussteile. So, dann fangen wir mal vorne an. Ein Element, ja, in dem Fall das 12 Zoll Display, gibt es auch in verschiedenen Größen. Haben wir hinten einmal ein Stromkabel dran mit NMEA 2000 Anschluss und wir haben hier die Möglichkeit, einen Geber anzuschließen. Das war's. Ihr seht, hier fehlt zum Beispiel der Netzwerkanschluss. Ja, Rainet, das ist der Netzwerkanschluss, der fehlt hier. Heißt, das ist typisch ein Standalone-Gerät. Heißt, wenn ich nur einen Plotter haben möchte, ohne groß was anzuschließen, kann ich ein Element nehmen und dann den über Tasten bedienen und nicht Touch. Seekartenmodul kommt hier vorne rein unter der Gummikappe hier. Ne? Aber NMEA 2000 Anschluss hat er, da kann er auch ein bisschen was, AIS und so ein bisschen was, aber nicht allzu viel. Die NMEA-Schnittstelle ist eingeschränkt bei dem NMEA 2000. Ja, also die ganzen Sachen, die hinten dran sind, könnt ihr nicht unbedingt da anschließen. Das ist eher für ein offenes Angelboot, sowas in der Art. Ne? So, dann kommen wir einmal zu den Axiom-Geräten. Da gibt es 7, 9 und 12 Zoll Displays. Hier haben wir ein 7er und ein 12er. Das sind reine Touch-Displays, also nur auf dem Bildschirm zu bedienen. Auch hier unten so eine Wischtaste zum An- und Ausschalten. Und die lassen sich sehr schön flach einbauen. Guckt halt nichts raus, wie bei dem zum Beispiel. Das ist ein Vorteil, wenn ihr da euch anlehnen möchtet. Und dann haben wir da zwei verschiedene Ausführungen. Einmal die ältere Version, nennt sich Axiom 7, 9 und 12. Und dann haben wir die neueren Versionen, Axiom Plus 7, 9 und 12. Ja? Das Plus steht einfach für die neuere Version. Raymarine hat aber die alte nicht vom Markt genommen, sondern die etwas günstiger gemacht. Und zu den Unterschieden zwischen den Geräten, erstmal die Gehäuse sind identisch zwischen Axiom und Axiom Plus. Und neu hinzugekommen ist eine bessere Bildschirmauflösung, also mehr Bildpunkte, eine höhere Helligkeit, ein stärkerer Prozessor, also für den Bildaufbau und Updates und sowas und auch ein größerer interner Speicher. Das ist das, was die Plus zusätzlich haben. Hier oben in Nordeuropa, meiner Meinung nach, kann man mit dem Axiom ganz gut leben. Und bei einem Update, wenn man da aufgrund des kleineren Speichers mal ein Lehrmodul reinstecken muss zum Entpacken, geht das auch. Aber ansonsten, wenn ihr in Südeuropa oder mit viel Sonne unterwegs seid, dann würde ich schon zu einem Axiom Plus raten, ja? Gut, zusätzlich, um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, gibt es die Geräte als Plotter und dann gibt es die noch mit einer Erweiterung RV. Also ein Axiom 7 RV, ja, Axiom Plus 12 RV und so weiter. Dieses RV heißt, dass man dort einen Real Vision Geber anschließen kann. Das ist solch ein 3D Geber, wie ich ihn hier habe, euch nachher nochmal zeige. Wenn wir uns jetzt das Gerät einmal von hinten angucken, nehmen wir mal den 12er. Ich lege den mal hier hin. Was sehen wir hier? Wir haben einmal wieder das Stromdatenkabel mit NMEA 2000. Das Gerät unterstützt auch sehr viele Datensätze NMEA 2000. Dann haben wir hier noch zwei abgedeckte. Einmal ist das eine USB-Schnittstelle. Wir haben ja hier hinten drin
unter der Kappe kommt das Seekartenmodul rein. Wenn man das aber fest verbaut hat, dann möchte man gerne den Kartenleser irgendwie ein bisschen abgesetzt haben. RCR1, der wird dann hier über USB angesteckt. Hier hat man so einen kleinen Kartenleser, den man woanders hinbauen kann. Kann man das Seekartenmodul rein und rausnehmen oder auch solche Sachen. Ne? Und dann haben wir hier noch einen Raynet-Anschluss. Und Raynet-Anschluss, weil das sind jetzt netzwerkfähige Geräte. Das heißt, ein Gerät kann zu einem anderen Gerät ein Bild übertragen. Das ist jetzt über diesen Raynet möglich. Heißt, wenn ihr zwei Axiome im System habt, braucht ihr nur ein Seekartenmodul zum Beispiel, weil das Seekartenmodul auf den zweiten übertragen wird über Raynet. Das könnte so ein Element zum Beispiel nicht, der läuft ja nur standalone. Dann haben wir hier, wird auch die Radarantenne angeschlossen. Die hat auch eine bilderzeugende Sache, ne? Die macht das Bild. Oder wir könnten auch sagen, wir nehmen ein Axiom plus mit RV und einen ohne RV. Dann wird auch das Fischfinder oder 3D-Bild nachher übertragen an den zweiten. Ja, es braucht also nur ein Axiom im System, muss eine Fischfinder-Platine eingebaut haben. Dann kann der andere das wiederholen. Gleiche Softwarestände vorausgesetzt, klar. Gut, und hier seht ihr noch, das ist einfach eine Blindkappe für, weil hier ist dann der RV-Anschluss für solche Geber, wie sie hier liegen. Da hier die Kappe drüber ist, fehlt hier drin aber auch die Platine. Das heißt, dieses Gerät hat auch die RV-Platine nicht eingebaut, sondern hat einfach, ist einfach nur ein Plotter. Könnte sich von woanders ein Fischfinderbild holen oder halt ihr nehmt die Version mit RV, dann könnt ihr den Geber anschließen. Gut, der hat die gleichen Anschlüsse hier. Ne, ihr seht, das 7er ist, da hat die gleichen Anschlüsse wie der 9er und der 12er. Auch wieder Kappe, da abgedeckt, weil ich keine RV-Version jetzt hier auf dem Tisch habe. Gut. Und dann haben wir noch als Topgerät oben drüber den Axiom Pro Serie. Auch da 9 und 12. Und gibt es auch noch größere. Hier haben wir jetzt Touch, das heißt, wir können auf dem Bildschirm zoomen, auch mit zwei Fingern, wie bei dem auch. Aber wir haben hier noch eine Drehtaste zum Zoomen, eine Wipptaste und haben jetzt auch das Kartenfach hier vorne dran. Ja, das ist das Kartenfach. Wir haben hier eine Mann-über-Bord-Taste, ne? Solche Sachen ein-ausschalten, geht hier mit Tasten. Das Gerät wird auch von vorne eingebaut in die Wand. Hier sind vier Löcher und da gibt es hier so eine Abdeckblenden, die sind im Karton drin noch. Und dann haben wir das von vorne eingebaut. Ist natürlich auch ein Bügel bei immer. Bei den größeren Geräten, beim Axiom 7, muss man sich entscheiden, ob es Einbau oder Aufbau sein soll. Alle anderen Geräte haben Aufbaubügel dabei. Gut, und dann gucken wir uns mal das Pro von hinten an. Und da fällt auf, wir haben jetzt ein Axiom Pro 9 RVX. Wir haben hier sehr viel mehr Anschlüsse. Wenn wir es einmal durchgehen, dann sehen wir hier zum Beispiel NMEA 2000 Anschluss. Da sehen wir Network Anschlüsse, das sind Raynet Anschlüsse. Ja? Das heißt, dieses Gerät hat schon zwei Network Anschlüsse. Das heißt, ihr könnt eine Radarantenne anschließen und weitergehen zum zweiten Plotter. Das müssen wir bei anderen gleich anders machen, erzähle ich noch was zu. Accessory, ne? Da haben wir hier die USB-Schnittstelle, wieder für einen externen Kartenleser, wenn man es möchte. Wir haben hier sogar die Möglichkeit, eine Antenne, eine analoge anzuschließen. Eine GA150 und wir haben hier NMEA 183, das ist die ältere Schnittstelle, das haben die anderen Geräte alle nicht. Hat der hier und Video Power, ne? Kann ich auch was anschließen. Und ich habe hier einmal einen Anschluss für einen RV-Geber, das ist genau der Real Vision 3D-Geber, der auch bei den anderen Geräten angeschlossen werden kann. Der wird hier angeschlossen und ich kann hier noch einen sehr leistungsstarken Echolotgeber anschließen, ne? 1 Kilowatt Transducer. Das ist dann, wenn ich in Norwegen tief fischen will und sowas, ne? Also ihr seht hier deutlich mehr Anschlüsse. Touch und Taste. Das ist dann die Axiom Pro Serie, in dem Fall das RVX. Hier gibt es auch S-Versionen, die haben dann das 3D nicht als Platine eingebaut, sondern nur nach unten Fischfinder. Gut, dann kommen wir einmal zu den Fischfindern selbst. Zu den Gebern. Und das hier ist solch ein Real Vision 3D Geber. Der wird durch den Rumpf gesetzt, mittig. Hier ist vorne, hinten hat er noch einen Bolzen.
und hat dann natürlich eine Mutter, die hier verschraubt wird und so weiter. Das wird eingebaut, wenn ich ein Schiff habe, das eine waagerechte Fläche zur Verfügung stellt und nach rechts und links freie Sicht hat. Weil das ist ein scannender Geber, der guckt nach rechts und nach links, guckt sich den Untergrund an und wenn ich drüber fahre, kann ich mir halt das aufzeichnen. Das zeige ich euch gleich mal auf dem Bild, wie das live aussieht oder im Demo aussieht. Das wäre solch ein Real Vision, das ist jetzt der RV300 oder RV-300, könnt ihr bei uns eingeben, dann findet ihr den. Der wird, wie gesagt, an die RV-Geräte angeschlossen und guckt genau nach unten, wenn rechts links frei ist. Jetzt habe ich aber auch Boote, die sind V-förmig und da kann ich in der Mitte gar nichts anbauen. Dafür hat Raymarine jetzt Geberpaare. Heißt, ich baue rechts und links einen Geber an. Der eine guckt nur nach rechts und der andere nur nach links. Ja, dann kann ich die schräg anbauen. Da gibt es welche mit 12 Grad Kimmung oder Kippung und 20 Grad Kippung. Ja? Da müsst ihr gucken, wie schräg euer Rumpf an der Stelle ist, wo ihr die anbauen könnt. Und dann gibt es solche Geber auch als Paare. Also ein rechts, ein links. Backbord und Steuerbord natürlich, Entschuldigung. Die werden dann über Y-Kabel auch daran angeschlossen. Dann gibt es die Geber auch noch in Bronze. Heißt, wenn ihr sowas einbaut und sagt, die Farbe falle oft trocken oder so, dann nehmt ihr keinen Kunststoffgeber, dann nehmt ihr was in Bronze. Ne? Oder es gibt noch ein paar andere Sachen, wo man lieber Bronzegeber nimmt. Gut, dann gucken wir uns einmal an, was solch ein Real Vision Geber als Bilddarstellung macht. Da haben wir jetzt einen Axiom Plus 9 und wir sehen hier oben das Boot und darunter die Aufzeichnung des Untergrundes. Wie sieht das hier aus? Wir sehen dann hier eine Tiefenschattierung mit Farben und hier auf halber Höhe sehen wir dann Fischwärme und ähnliches. Wir können das Ganze auch kippen und drehen, ne? So dass ich das wirklich aufzeichne an meinem Boot und dann auch mir angucken kann, ne? Gut, das ist solch ein Real Vision 3D Bild, um das mal zu sehen. So, jetzt ist dieser Geber aber ganz schön wuchtig. Es gibt auch immer wieder die Frage, gibt es das nicht kleiner? Ja, gibt es. Es gibt die CPT-Geber. Die machen aber keine 3D-Ansicht, weil die nicht scannen können. Die gucken nur nach unten. Haben auch einen anderen Anschluss. Das ist hier ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-poliger Anschluss. Das wäre auch genau das, was ich an einen Element anschließen kann, direkt. Habe ich aber ein RV-Gerät und sage, 3D brauche ich nicht, aber nach unten möchte ich trotzdem gucken, kann ich auch so einen CPTS-Geber nehmen und solch ein Adapterkabel von dem 9-poligen Geber auf diesen, meine 25-poligen Real Vision, ne? Geber, 3D-Anschlussgeber. Dann kann ich den Durchbruchgeber auch an einen Axiom Pro zum Beispiel, RVX, anschließen. Oder ich nehme gleich den Axiom S, Axiom Pro S. Das ist einer mit dem kleinen 9-poligen Anschluss, da kann ich den CPTS-Geber auch direkt anschließen. Habe aber später nicht die Möglichkeit, das auf 3D zu erweitern. Gut, das einmal zu den Gebern, Durchbruchgeber, scannender Durchbruchgeber oder Geberpaare. Dann kommen wir noch dazu, dass wir ja hier eine Tastatur haben und einen Drehknopf. Das haben die Axiome und Axiom Plus nicht, das hat nur der Pro. Es gibt es aber für die Axiom und Axiom Plus Serien auch eine externe Tastatur. Ihr seht, das ist ungefähr genau das, was hier auch ist. Kann man dann bedienen. Der wird über ein Netzwerk hier angeschlossen, also über das RayNet. Der hat hier hinten einen RayNet-Anschluss und 12-Volt-Versorgung. Heißt, ihr könnt den Plotter aufbauen, auch vorhin bauen und könnt dieses Display entweder daneben setzen oder ganz woanders am Steuer und könnt ihn dann damit bedienen, sodass er dann rein rauszoomt mit der Cursor-Taste hin und her rutschen und so. Ne? Das ist noch die Möglichkeit, wenn ihr auch mit dem Touch nicht zufrieden seid, gibt es manchmal auch, dass die Leute sagen, ich möchte gerne doch jetzt eine Tastatur, mit dem Touch ist nicht so schön. Dann kann man sowas erweitern, ist aber in dieser Kombination noch günstiger als die Pro-Serie. Ja, also die Möglichkeit besteht, eine RMK10 anzuschließen. Das ist solch eine externe Tastatur.
Gut, dann habe ich noch was gesagt zu den Raynet-Bildübertragungsanschlüssen. Die Elements haben kein Raynet, können also auch nicht vernetzt werden. Maximal eine WLAN-Verbindung zu einer Radarantenne, aber WLAN und Radar ist so eine Sache, muss man gucken. Denn ja, aber kein zweites Element-Display oder so, nicht vernetzbar. Die Axiome und Axiom Pro sind alle untereinander vernetzbar. Gleicher Softwarestand vorausgesetzt. Kann ich die vernetzen? Beim Axiom habe ich einen Raynet-Anschluss und beim Axiom Pro, habe ich euch gerade gezeigt, habe ich zwei Raynet-Anschlüsse. Heißt, hier könnte ich jetzt eine Radarantenne reinstecken und gut ist. Möchte ich jetzt aber auch noch einen anderen Plotter, einen Axiom 7 und 9 und 12 anschließen, dann muss ich solch einen Netzwerk-Switch nehmen. Das ist jetzt der HS5. Der hat hier auch einmal 12 Volt Versorgung, hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Raynet-Anschlüsse und muss jetzt hier einmal eine Radarantenne anstecken und kann von hier zum einen Plotter, zum anderen Plotter, meinetwegen auch zum dritten Plotter und hier zu einer Tastatur gehen. Ne? Kann das also an Bord verteilen, das Raynet, und damit dann verschiedenste Sachen zusammenschalten. Gut, jetzt hatte ich kurz im Nebensatz eben gesagt, wir müssen ein Software-Update machen. Da habe ich hier mal was ausgedruckt. Und zwar zu den Software-Updates, weil da gibt es auch viele Fragen zu. Man kann ein Software-Update machen über eine eigene Micro-SD-Karte oder über Wi-Fi. Gut, dazu muss ich jetzt einmal was sagen. Bei Raymarine auf der Seite gibt es die Software-Updates für die Geräte Lighthouse 4 Version so und so. Das ist jetzt aktuell, auch die Geräte schlagen vor, oh, ich habe im Internet gefunden, ich war ja mit Wi-Fi beim Hafenmeister verbunden, dass es ein Update gibt, soll ich das machen? Dann müsst ihr kurz Stopp sagen und kurz überlegen. Ja? Nicht gleich alles mit OK bestätigen, seid ihr im Urlaub oder so, denn fahrt den Urlaub zu Ende, dieses Software-Update wird euch nicht was voranbringen. Das ist ein Software-Update, seht ihr auch, was es da kann, aber es ist nichts, was man im Urlaub machen soll, weil es gibt auch Ausfälle. Das WLAN bricht zusammen und irgendwer schaltet den Strom ab. Das sind alles kritische Sachen. Ihr dürft bei einem Software-Update nicht den Strom abschalten und das WLAN muss stabil und durchlaufend sein. Deswegen bitte nicht im Urlaub. Wenn ihr wieder zurück seid und habt ein bisschen Zeit dahinter, dann könnt ihr einfach ein Software-Update machen. Oder vorm Winter, aber nicht vorm Urlaub, ja? Oder im Urlaub noch, klar. Gott, gut, ja. Gut, und dann hat sich herausgestellt, dass wenn man das einfach wahllos das Display macht, dann gibt es Kombinationen, die Probleme bereiten. Weil dieses Software-Update enthält nicht nur ein Update für den Axiom, sondern auch für die angeschlossenen Geräte im C-Talk NG. Ja, ich könnte den Yachtsense, DockSense, Tastatur, die Multifunktionsdisplays, natürlich Autopilot und so. Ihr seht hier vorne Reihenfolge, komme ich gleich zu. Ich kann auch beim Autopilot die ACU und das Display updaten und hier unten noch ITCs und Funk und AIS und was auch immer. Könnte alles in diesem Update drinstecken. Und das ist hier die Reihenfolge, die ihr einhalten sollt laut Raymarine, damit der Update sauber durchläuft. Ja, es kann ein Problem geben, hatte ich schon mal, wenn man erst die ACU updatet, dann erkennt die sich nicht mehr und so. Ja, also bitte diese Reihenfolge einhalten, findet ihr bei uns im Blog oder auf der Raymarine-Seite. Software-Update, Reihenfolge, ja, das ist wichtig, bitte. Das bitte einhalten und dann ist meine Empfehlung natürlich zu Hause eine Micro-SD-Karte zu nehmen, das Software-Update draufzuladen, in das Gerät reinzustecken, für saubere Stromversorgung zu sorgen, dass die nicht zusammenbricht und dann das abzudaten. Wenn ihr sehr stabiles Wi-Fi habt, also WLAN im Hafen habt oder übers Handy, über eine entsprechende Karte eine stabile WLAN-Verbindung machen könnt, dann könnt ihr auch über WLAN das machen. Ich kann das hier im Büro gut, weil ich habe hier Wi-Fi-Router, da kann ich es natürlich gut über Wi-Fi machen, das geht. Oder ihr nehmt das Gerät mit nach Hause und macht es zu Hause im Heimnetzwerk über Wi-Fi. Dann bitte ordentliches Netzteil oder besser noch eine Autobatterie anschließen für die 12-Volt-Versorgung. Gut, das ist jetzt einmal so ein Überblick über das ganze Axiom-System.
Wir haben Element, Axiom, Axiom Plus habe ich erklärt, die Unterschiede, Axiom Pro, dann die Geber, scannender Geber nach unten, Geber, Anschlüsse hinten, Platinen müssen eingebaut sein, verschiedene Stecker, dann noch die Tastatur und das Netzwerk und die Software-Updates. Gut, das einmal so die vielen Fragen, die ich hier mal so zwischendurch gesammelt habe, einmal zusammengefasst über die ganze Raymarine Plotter Geschichte. Jo, dann danke. Wenn euch das gefallen hat, das Video, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.